Genau einen Tag vor Beginn der Pop-Europameisterschaften 2012 kam der Schnee nach Altenberg. Aber das konnte den meisten Sportlerinnen und Sportlern die Freude am Bobfahren nicht nehmen. Hier Weltmeister Manuel Machata und seine Mannschaft beim Ausladen des Sportgerätes. Dann gingen alle nochmal mit dem Feudel über die Kufen und das Zweiertraining begann. Zuerst die Russen, Alexander Suvkov und sein Anschieber, der offensichtlich weiß, dass es hier immer hübsche Mädels gibt, deswegen wollte er immer was sehen. Der Österreicher Jürgen Loacker mit der besten Fahrlinie seiner Karriere. Das holländische Team von Edwin van Kalker. Naja, hätte Gott gewollt, dass die Holländer Bob fahren, er hätte ihnen Berge gegeben. Das Zweiertraining verlangte insbesondere den Bremsern alles ab, denn wer in Altenberg zu spät bremst, der landet in Dubi. Und wer will das? Nicht.